Hallihallöchen und willkommen zur zweiten Folge vom Let's Test des wunderbaren Spiels, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Castle Flipper? Castle Flipper war es, ne? Wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen die Grundlagen kennengelernt. Sachen abreißen, Sachen aufräumen. Es regnet immer noch, ganz toll. Wir können Aufträge annehmen. Wir haben unseren zweiten Auftrag angenommen und bei dem gucken wir jetzt mal rein. Euer Königreich braucht euch. Das haben wir in der letzten Folge schon vorgelesen. Wir haben ein bisschen was zu tun, also mal direkt da reingehüpft. Oh, das sieht nach Schnee aus. Ui! Und eine Burg. Oh, da kommen wir nicht durch. Interessant. Okay. Eh aufnehmen. Das ist schon mal was, was wir irgendwo einbauen müssen. Wahrscheinlich hier bei dem Gerät. Bist du die Bibel? Ne, Blide, die wir bauen sollen. Ich glaube ja. Oh Gott, da müssen wir ganz viel. Da ist überall Holz. Können wir mehr als eins mitnehmen? Ja, sehr gut. Können wir wahrscheinlich wieder drei nehmen. Nee, das funktioniert schon mal sehr gut. Tür auf. Oh, hier sieht es ja aus. Ich bin noch so geschädigt von den Messi-Haushalten aus Haus Flipper, ne? Wir haben auch wieder Truhen. Ne, keine Truhen, aber Notizen diesmal. Hier haben wir schon mal eins, zwei. Wegen. Okay, wir lesen mal. Seimus. Leutnant, ich denke, ihr seid der Einzige an diesem gottverlassenen Ort, der lesen kann. Verneint es nicht. Ich hab euch diese Aushänge lesen gesehen. Vermutlich könnt ihr jedoch nicht schreiben. Schreiben mit A ist auch schon gut. Versucht wenigstens einmal nützlich zu sein und beschafft mir jemanden, der einen anständigen Brief schreiben kann. Ich würde es selbst tun, habe aber für solch törichte Dinge keine Zeit. Ja gut, da kann auch jemand nicht richtig schreiben, aber war im Mittelalter so. Werter Earl Regus. Vielen Dank für eure freundlichen Worte, Sir. Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ihr seid der Edelste unter den Edelleuten. Wunderbar. Oh, hier haben wir die ganzen Balken. Okay, es gehen nur drei. Schade. Habe ich mir ja fast gedacht. Fump, fump, fump. Das geht zum Glück schnell. Das drei? Ja. Dachte gerade so, irgendwie klang das nur nach zweien. Schön Zeit sparen beim Laufen. So. Ja, wir können ja rennen, habe ich schon wieder vergessen. Ein, zwei, drei. Fum, fum, fum. Ja, ich hab nichts. Ich weiß. Ich hole. Ja, da sind nur noch zwei. Hier ist sonst keiner mehr drin. Da haben wir einen Hammer, da haben wir die letzte Notiz. Die lesen wir gleich. Erstmal den Balken raus. Oh, hier liegen noch welche. Was, die letzten beiden? Nee. Doch. Die Blide ist fertig. Au. Kommandant. Ein ernsthaftes Lob ist immer eine gute Einleitung. Lasst mich euch meine Bewunderung für Ihren erfolgreichen Kristallraubzug zum Ausdruck bringen. Er hat unseren Zauberern ermöglicht, die feindlichen Truppen endgültig zu besiegen. Im Übrigen tut mir der Verlust von Babysitter sehr leid. Sie war militärisch äußerst wertvoll und eine tolle Agentin. Das ist ja ein super Name für sie. Deshalb kontaktiere ich euch allerdings nicht, Kommandant. Ich schreibe euch, da mein geliebter Sohn bald ins Mannesalter kommt. Ich würde ihn deshalb gerne mit einem eigenen Herrschaftsbereich ehren, aber Lord Craft, der den geeignetsten Palast für diese Zwecke besitzt, will von dessen Verkauf nichts wissen. Es gibt auf der Insel unzählige Besitztümer. Ich betrachte Lord Crafts Antwort aber als Kränkung, weshalb ich gedenke, die Ländereien auf traditionellere Weise zu beschaffen. Ich hielt Diplomatie und Handel schon immer für eine List jener, die feige sind.
Kommandant Bean, ich befehle euch, eure Truppen zu sammeln und nach Bedarf weitere zu mobilisieren. Da Kraft nicht mit unserem Besuch rechnet, sollte das Stürmen des Palastes nicht schwer werden. Ergebenst Earl Regut. Oh, oh. So. Putzen, 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 putzen. Gut, wir sollten das Werkzeug in die Werkzeugkiste tun. Aber was ist die Werkzeugkiste? Achso, das war die Tür. Die gedrückt halten. Und die Werkzeugkiste? Ja. Platzieren. Okay. Dann hatten wir hier noch so ein Schraubenschlüsselding. Das ist aber auch komisch. Das ist ein Meißel. Und ist der Hammer eins? Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht, aber okay. So, haben wir das auch. Es fehlen nur noch Schmutzflecken. Ich denke mal, das ist einer und das ist einer. Was haben wir denn hier? Fackel. Licht ins Dunkeln zu bringen. Können wir hier Sachen anmachen? Nee. Doch, können wir das anmachen? Können das anzünden. Das ist cool. Das finde ich ja cool. Okay. Axt putzen. Putzi, putzi, putzi. Schneller. Oh. Sauber? Sauber. Wird einmal aber auch schlecht bei. Das ist aber auch ein riesiger Fleck hier. Ew. Mission erfüllt. Okay, wir hatten auch alles. Wir hatten alle Notizen. Ja, dann können wir zurück zum Haus. Wie können wir das hier jetzt bauen? So, unser Hof. Ich glaube, bauen können wir noch nicht. Wir haben aber einen neuen Auftrag. Baue ein kleines Haus. Ja, bitte. Wie ich höre, interessiert ihr euch für das Bauhandwerk? Vielleicht möchtet ihr ja etwas lernen. Wir haben einen kleinen Auftrag zu erledigen. Begebt euch zum Stadtrand, wenn ihr uns helfen und etwas dazu lernen wollt. Natürlich soll es euer Schaden nicht sein. Baut euer erstes Haus. Fundament. Dächer, Türen, das Aussehen ihres Hauses ändern, richtet das Haus ein. 3000, okay. Ja, möchte ich machen, bitte. Q. Möchte mein Haus bauen. Und ich muss mal einen kleinen Schluck trinken, Moment. Ah. So ein Halskratzen. Um vielen Reden heute. So, bauen. Nun werdet ihr lernen, wie man Dinge baut. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, um euer Königreich aufzubauen. Geht zu dem grünen Geist und befolgt die angezeigten Hinweise. Okay. Das ist der grüne Geist. Okay, I. Oder war das die 1? Nee. War schon I, ne? Ach, hier unten haben wir Fundament und Wände und... Oh, wie cool. Schlafgemach. Betten. Ah, der Katalog zum Shoppen. Küche, Badezimmer, Gebäude. Schlösser oder Häuser. Ach, und da haben wir diese Elemente. Die haben wir da unten ja drin und da sehen wir, was die dann kosten würden. Garten. Oh, ich glaube, das wird super. Wie schließen wir das wieder? Wieder mit I? Ja. Wir sollen die 1 drücken. Oh. Okay. Platzieren, drehen, abbrechen. Die Wände. Kann ich mir da aussuchen, was? Nee, ne? Nee, da muss ich... Okay, da darf ich mir nicht aussuchen, wie ich das Haus bauen will. Okay. Aber das ist ja auch nicht mein Haus hier, soweit ich weiß. Ich lerne nur, wie ich dann mein Haus bauen könnte. 3. Jetzt kommen die Fenster.
Haben wir. Nee, da noch eins. Gut, als nächstes. Die 5 drücken, aber ich sehe gar keinen Dach. Ach doch, da ist er, der Schatten. So. Hey, ich hänge. Oh, das ist ja recht einfach, ne? Jetzt, was kommt jetzt? Fenster. Oh, die 6. Macht das von innen, das war irgendwie einfacher. So, Fenster. Und die Tür. Nein, falsche Taste. So, E, um zu interagieren. Achso, ja, drücke Tab. Verändern. Jetzt kann ich aussuchen, aus was? Ach, herrje. Das Aussehen ihres Hauses ändern. So, habe ich jetzt gar nicht angeklickt, ne? Was nehmen wir denn? Stein. Mangel an Mat. Ach so. Okay, wir können nur Holz. Ach, da steht auch drücken Holz. Drücken bei einem beliebigen Gebäudeteil mit LMT, um sein Aussehen zu ändern. Easy. Dach auch. Hey, Möbel. Öffne, um Möbel einzufügen. Eure Ausrüstung durch Drücken von Inventarschlüssel und wählt den gewünschten Möbeltyp aus. Drückt auf das Symbol, um Möbel zu platzieren. Ihr könnt auch euer eigenes Set mit den von euch am häufigsten verwendeten Möbeln erstellen. Klickt dazu auf ein Symbol und ich kann nicht scrollen. Okay. Okay. Wir sollen ein Bett, eine Kommode und einen Schrank bauen. Okay. Schlafzimmer. Ein Bett. Warum ist das Premium? Und wir nehmen das. Ich glaube, das ist ganz schick. Wir das da genau drauflegen? Oder nur so grob? Nicht nur so grob, ne? Bett. Kann es auch noch bewegen. So, schön in die Ecke. Sehr gut. Dann eine Kommode. Oder ein Regal, okay. Ja, die sind alle nicht so hübsch. Das Dunkle passt jetzt nicht so, ne? Oder? Ist das das Kla Nein, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Wirklich passen tut die da nicht zu, ne? Jetzt ist egal. Jetzt haben wir sie gekauft, jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben. So. Müssen aber auch den Schrank in dem gleichen Stil nehmen, sonst ist das komisch. Gibt es aber auch nicht wirklich, ne? Das macht mich ja schon wieder wahnsinnig. Warum ist da so ein Premium-Ding? Aber hübsch. Wie drehe ich? Da. Sie haben die Suche jedoch abgeschlossen. Können Sie die Bereinigung für eine zusätzliche Belohnung abschließen können? Das ist eine super Übersetzung. Sie können alle Truhen und Notizen finden. Okay, wir bleiben mal. Es gibt noch 2 Truhen. Okay. Wir können hier 2 Truhen finden. Das Haus ist schon ein bisschen schäbig, ne? Da ist eine, oder? Ne, das ist nur eine Kiste. Kann ich da rein? Nein. Dass man hier auch so rumlaufen kann noch, ne? Frage ist halt, wie weit?
Geh besser zurück. Okay, soweit. Hier im Feld irgendwie eine Truhe? Nee. Im Schuppen? Wilde Truhe! Zwei Truhen, wo sollen die denn sein? Oh! Lässt mich jetzt ja schon wieder nicht locker, ne? Ich will die unbedingt finden. Da, eine. Gold! Jetzt müssen wir die andere noch finden. Hier ist das Ding zu Ende. Haben wir aber auch jetzt nicht rein, ne? Ne. Stimmt auch irgendwo hier außen. Truhe, wo bist du denn? Und warum ist die Musik aus? Geh besser zurück, ja. Das sieht nach Erz aus. Ist das hier vielleicht das Dorf, was wir selber einrichten können? Und da könnten wir eine Erzmine machen, damit wir Gestein kriegen oder so. Und warte, da ist was. Da, ich sehe sie, ich sehe sie. Hier auf der Seite. Haha! Sehr schön, wir haben beide Truhen gefunden. Jetzt können wir beruhigt zurückgehen. Da bin ich doch sehr erleichtert. Zurück zum Haus. Ja, das verstehe ich halt nicht. Wir haben angeblich unser Haus gebaut. Gehen jetzt aber zurück zum Haus. Naja, gut. Vielleicht war das nicht unser Haus, sondern einfach irgendein Haus. So, können wir jetzt unser eigenes bauen? Baut ein Haus. Ja, guck. Okay, bau ein Haus. Viermal Fundament, vier Dach, eine Tür muss mindestens haben. Okay. Gebäude, Häuser. Fundament. Können wir uns das hier wieder hinziehen? Ach, das ist auch Fundament, nur nicht dann erhöht, oder wie? Nee, das ist der Boden. Ach, keine Ahnung. Wand. Tür. Fenster wäre schön. Was ist denn hier? Auch Dächer? Wir nehmen mal das Dach und das Dach. Wir probieren rum, ne? Tür finde ich. Die eigentlich ganz cool. Und Fenster dann auch die. Ja, alle gleich teuer, von daher ist das egal. Ich kann auch Treppen haben. Brauche ich eine Treppe? Eigentlich nicht. Balkon? Säulen? Kamin? Jetzt wird's interessant. Ich glaube, so groß wird unser Haus ja gar nicht. Also belassen wir es erstmal bei den Sachen. Gut, da ist unsere Anschlagtafel. Hier kommt man auf das Grundstück drauf. Da habe ich schon eine Idee. Ach, guck mal, wir können entscheiden, wie hoch. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, ich wollte das höher setzen, ne? Können wir nochmal wegmachen? Können wir das nochmal? Ja, okay. So wollte ich das nämlich nicht haben. Das ein bisschen
hoch haben. Passen da drei hin? Es passen drei hin. Sehr gut. Ich weiß, ich soll nur vier, aber darf ich auch mehr? Da geht keins. Okay. Darf auch mehr, ja? Jetzt muss ich natürlich dementsprechend fünf Dächer, das ist mir klar. Ja, aber ich. Doch, hier geht doch eins. Übertreibe schon direkt, ne? Komm, ist jetzt auch egal. So. So. Dann brauchen wir Wände. Warte ich mal, ich fange mal mit der Tür an. Weiß gar nicht, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, ne? Guck noch mal eben hier bei I. Und zwar, nee, Fundament und Boden, genau. Wo waren das jetzt? Treppen? Balkon. Ich mir das doch nochmal darunter. Wollte nämlich gucken, dass ich nur hier die Wände habe. Im Prinzip, dass das hier. Ne, dass hier noch so eine Treppe hochgeht. Geht das? Null. Nicht so ganz, ne? Nee, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht kommt das später. Auf, dann machen wir die Tür mal hier hin. Toll, es fängt an zu regnen. Das ist ja bezaubernd. Fenster. Machen wir dann. Bist du Fenster? Du bist ein Fenster. Oder machen wir hier eins raus? Nee, das wäre doof, ne? Mit dem Ding da. Machen wir hier ein Fenster. Hier raus ein Fenster und da raus ein Fenster. Das ist ganz gut. Und dann brauchen wir die normalen Wände. Ich habe schon wieder direkt übertrieben hier. Dach. Wenn wir denn das Dach jetzt hübsch machen, das nicht so blöd aussieht. So und so. Ach, guck mal, der macht das automatisch. Sehr gut. So und so. Sieht die 6 aus? So ganz das, was ich mir vorgestellt habe, ne? Können wir das überhaupt machen, so wie ich mir das gerade denke, oder eher nicht? Ich würde gerne genau das dann. Das so und so. Ja, es geht nicht, ne? Auf so ausgefallene Ideen, dass Menschen so Dächer bauen wollen, haben die nicht dran gedacht. Ecke, doch über Eck. Gibt's nicht. Ja, pass auf, da machen wir so und so. Das sieht aber kacke aus. Ach, das ist doch doof. Spiel. Das muss nochmal weg. Und das.
dann mache ich so. Jetzt auch nicht das Optimum, aber naja, gut. So. Tür. Können wir die jetzt schon einsetzen? Ja. Tür. Fenster waren auf der 8. Die sind doch schick. So, und jetzt müssen wir. Verändern. Ups, da war jetzt noch so viel mehr. Altes Holz. Feiner Putz, Putz. Aber dafür brauchen wir überall Stein, ne? Den haben wir nicht. Nehmen wir halt Holz. Holz, 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 Holz. Wir haben ein Haus, dass es reinregnet, oder wie? Ja, das ist ja ein trockenes Haus. Habe ich ja toll gemacht. Okay. Seit wann steht das da? Das ist das schäbigste Haus, was ich je gesehen habe, ne? Eieiei. Kann ich jetzt die Treppe da dran setzen? Jetzt kann. Aha! Guck mal, jetzt geht das. Dann baue ich das Haus vielleicht doch irgendwann nochmal um. Mal gucken. Vor allem, weil die Treppe jetzt voll schäbig ist. Kann ich das irgendwo? Nee, ne? Ja, gut. Müssen wir Möbel noch einrichten? Nee, an sich nicht. Aber ich hätte schon gern Möbel. Hier so eine Matratze am Buch. Oder wir warten damit erstmal. Weil wer weiß, vielleicht kriegen wir das. Das ist schon hässlich. Das ist schon sehr hässlich, das Haus. Naja, gut. Vielleicht kriegen wir da ja auftragsmäßig noch was Neues, womit wir dann arbeiten können. Aber ich muss echt sagen, das Spiel macht richtig viel Spaß. Also bautechnisch, klar, da kann man mit Sicherheit noch was viel Besseres und Schöneres rausholen als das, was ich hier versucht habe zu zimmern. Aber ich denke mal, das wird nach und nach kommen, weil die Gebäude da sind ja, denke ich mal, auch so gebaut. Mit der gleichen Technik. Und das ist dann halt auch schon so ähnlich wie das, was ich mir vorgestellt habe, ne? Hier so ein Fundament, hier so ein bisschen eingedötscht. Warum kriege ich das nicht so schön hin? Naja, gut. Ich würde aber sagen, ich guck mal, was ihr sagt zu dem Spiel. Aber ansonsten würde ich das gerne als Let's Play weiterbringen. Gucken wir mal. Dann bedanke ich mich aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht und ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, tschüsselü!